Tag 3 der Einlaufphase für das Projekt Blue Cube. Und für mich persönlich ist die Einlaufphase im Aquarium immer noch eines der spannendsten Zeiten überhaupt. Na, wenn die Biologie so langsam aber sicher anfängt und die Arbeit übernimmt, beziehungsweise ja, anfängt zu arbeiten in dem Sinne. Ja. Und jetzt hier mit Tag 3 so eine leichte bräunliche Wasserverfärbung. Das liegt natürlich am Holz. Ne? Also die Inhaltsstoffe, Gerbstoffe, die jetzt hier so langsam aber sicher abgegeben werden, sorgen eben dafür, dass sich das Wasser so ein bisschen verfärbt. Das Wasser grundsätzlich ist klar. Ne? Die Wasserfarbe, die ist eben so leicht bräunlich bernsteinfarben angehaucht. Ja, im Schwarzwasser-Aquarium, da wäre das sogar erwünscht. Ne? Da könntest du dann noch ein bisschen heftiger ausfallen. Aber hier möchte ich natürlich klares Wasser letztendlich haben. Und das Schöne daran ist, es wird von selbst auch wieder klar werden. Also überhaupt kein Grund, hier irgendwie einzuschreiten. Für alle, die das bisher noch nicht gesehen haben oder sich aktuell selber in der Situation befinden und denken, oh, was passiert denn hier mit meinem Aquarium? Warum ist denn mein Wasser so bräunlich trüb? Macht euch keine Gedanken. Die Trübung geht schrittweise jetzt auch wieder zurück. Und ja, ich sag mal so mit Tag 8, Tag 9, Tag 10 sollte das Wasser dann auch in jedem Falle wieder klar sein. Manchmal geht es auch schneller, manchmal dauert es auch ein paar Tage länger. Na, also grundsätzlich würde ich mir da innerhalb der ersten 2 Wochen, sage ich mal, keine großartigen Gedanken machen. Da gibt es keinen Grund, irgendwie jetzt einen Wasserwechsel zu machen oder gar das Holz wieder rauszunehmen. Das hier ist eine völlig normale Reaktion. Gerbstoffe sorgen eben dafür, dass das Wasser so ein bisschen bräunlich wirkt. Natürlich auch sehr, sehr entscheidend ist, wie frisch ist das Holz. Na, also frisches Holz, was man sich jetzt im Handel irgendwo kauft, wo man eben nicht genau weiß, wie alt ist das schon, wie ausgelaugt ist das schon, wie weit war das schon mal in Kontakt mit Wasser. Da kann es sehr, sehr lange dauern, bis es dann aufhört quasi, ne, mit dieser Verfärbung. Das kann schon mal einige Wochen dauern. Deswegen sollte man frisch gekauftes Holz grundsätzlich erstmal irgendwo Eimer, Box, was auch immer, ja, je nachdem, was für Stücke man hat, ist ja mit dem Eimer nicht unbedingt getan, ordentlich durchwässern. Ja, also ich war jetzt hier relativ viel Holz, was ich drin habe, was schon mal bereits in einem Aquarium gewesen ist. Da fällt dann eben dieser Effekt doch sehr, sehr gering aus. Die letzten Stöcke, die ich noch reingestellt hatte, die waren relativ frisch. Ja, deswegen gehe ich davon aus, dass innerhalb von ja, 10 Tagen die ganze Nummer hier auch durch ist. Und das Wasser dann entsprechend auch wieder klar sein wird. Ich habe mal hier ein bisschen Bacta AE eingegeben. Das ist von Glass Garden, dieser Biofilm-Aktivator. Ja, die Garnelenfreunde werden es kennen. Garnelen lieben das. Die fressen das Zeug mit Vorliebe gerne. Und das sorgt eben dafür, dass jetzt mal so langsam dieser erste Biofilm dann schon mal entstehen kann. Kann man auch prophylaktisch in ein laufendes Aquarium eingeben. Kann ich eigentlich nur wärmstens empfehlen. Das ist schon ganz okay, dass da der Biofilm, was eben nützlich ist, doch so ein bisschen Unterstützung auch bekommt. Ansonsten Bakterienrasen ist noch kein Thema. Also so ein richtig schöner, flauschiger, flaumiger Belag, der sich am Holz bildet. Viele denken dann, oh, da ist Schimmel. Nee, ist kein Schimmel. Das ist dann Bakterienrasen, der sich bildet. Aktuell noch nicht zu sehen. Ich rechne aber damit, dass wir da sicherlich das eine oder andere auch noch abbekommen werden. Aber auch das, kann ich schon mal gleich sagen, ist nichts Schlimmes. Das muss so sein. Das sind dann auch die ersten Bakterien, die sich so langsam aber sicher entsprechend ansiedeln. Ja, ganz kurz nochmal auf den Filter eingegangen. Ich habe ja so einen kleinen Acrylfilter hier drin. Soll laut Hersteller 250 Liter die Stunde machen. Ja, macht er nicht. Also vergiss es. Ich habe den gleichen nochmal an einem kleinen Mini-Becken. Das Becken hat aber nur 5 Liter. Da ist es in Ordnung. Aber hier sieht man eben schon ganz deutlich, dass da so gut wie keine Wasseroberflächenbewegung vorhanden ist. Also ein bisschen ist es schon da, ne? Aber so eine wirkliche Durchströmung eben nicht. Ich denke mal, ich werde noch eine kleine Mini-Pumpe irgendwo verbauen. Ne? Irgendwo hinten am Holz, da wo man sie nicht sieht. Eine kleine Springbrunnenpumpe, 150, 180 Liter die Stunde, um einfach eine ordentliche Oberflächenbewegung auch zu haben. Thema Nährstoffverteilung, auch ganz, ganz wichtig, dass da auch keine Gammelecken irgendwo entstehen, weil das geht natürlich sehr, sehr schnell. Stehendes Gewässer ist immer so ein bisschen anfällig, dass es dann anfängt zu gammeln. Ja, ich persönlich bin auch kein Freund von irgendwelchen stehenden Gewässern. Ich finde das immer ein bisschen unnatürlich. Draußen am See oder im Teich, da hast du natürlich Wind, ganz klar. Das sorgt dann auch für eine ordentliche Oberflächenbewegung. Ich fange natürlich hier nicht an und stelle mir einen Ventilator irgendwo hin.
Deswegen muss das Ganze oder soll das Ganze dann entsprechend über Pumpen auch gelöst sein. Ich will jetzt die Wall-Step-Methode gar nicht in Abrede stellen. Auch die funktioniert natürlich, aber für mich sind einfach stehende Gewässer irgendwas Unnatürliches. Und für mich kann ein Wall-Step-Aquarium noch so gut laufen, noch so toll aussehen, noch so toll bepflanzt sein. Es steht einfach und ja, aus dem Grunde alleine schon hätte ich daran keinen Spaß. Also das ist meine persönliche Meinung. Das soll nicht bedeuten, dass die Methode nicht funktioniert, sondern lediglich, dass mir das Ganze optisch nicht zusagen würde. Also, so viel mal zu Tag 3, Einlaufphase für das Projekt Blue Cube. Bis hierher ist soweit alles in Ordnung und wie es weitergeht, ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Schauen wir mal eben ganz kurz bei der Pastellgondel vorbei, denn da ist ja mittlerweile Gelege Nummer 4 am Start. Ja, geht Schlag auf Schlag, auch wenn er hier im Freiwasser unterwegs ist. Ja, der kümmert sich eher so ein bisschen halbtagsmäßig um die ganze Geschichte. Der hat noch nicht wirklich verinnerlicht, was seine Aufgabe ist. Jetzt geht er gerade wieder rein, gehen wir gerade mal mit der Taschenlampe hinterher. Die Ausleuchtung ist jetzt nicht mehr ganz so einfach, denn ich habe ja an der Seite ein bisschen was an Moos angebracht, damit sich dann Jungfische, wenn sie schlüpfen, möglichst einfach auch dann im Dickicht der Bepflanzung komplett zurückziehen können. Deswegen überall so ein bisschen Moos verteilt. Ja, macht die Ausleuchtung hier ein bisschen komplizierter, aber ich denke mal, rechts oben in der Ecke, man kann es ganz gut erkennen, das nächste Eierpaket ist in der Höhle. Ja, Jungfische konnte ich bisher leider noch keine entdecken. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass irgendwo das eine oder andere Tierchen doch noch überlebt habt. Ich gebe immer wieder mal ein bisschen prophylaktisch Staubfutter und auch dekapsulierte Artemia. Ja, typisches Aufzuchtfutter eben, dass die, falls etwas da sein sollte, dann auch was zu fressen bekommen. Ja, auch wie es da weitergeht, halte ich natürlich auf dem Laufenden. Ich bin weiterhin ganz guter Dinge, dass das irgendwann mal früher oder später funktioniert. Auf diesen einfachen und natürlichen Wege, ohne da das Gelege zu separieren oder Tiere abzufischen. Ja, das muss auf diese Variante funktionieren. Alles andere ist aus meiner Sicht völlig artuntypisch. Eigentlich wollte ich heute ein neues Projekt starten. Das Optiwide-Becken draußen im Flur, 48 x 26 x 19 cm. Aber ich habe so ein bisschen Trouble mit der Rückwandfolie. So eine Milchglas-Optikfolie geholt, bei Amazon bestellt. Das ist eigentlich Fensterscheibenfolie. Ja, das war relativ günstig, 2 Meter um 7 Euro, also im Vergleich zu einer typischen Rückwandfolie fürs Aquarium eben spottbillig. Aber eben, sie schmeißt so ein bisschen Blasen. Ja, das sah am Anfang ganz okay aus, aber jetzt, wo es komplett durchgetrocknet ist, eben doch hier und da ein paar Bläschen zu erkennen. Also da muss ich in jedem Fall noch mal ran. Deswegen verzögert sich der Start für das Projekt so ein kleines bisschen nach hinten. Die Wurzel, die rein soll, steht immer noch im Zimmerpflanzenaquarium. Also auch das läuft weiterhin noch. Ja, ich hätte es am liebsten schon leer. Ne? Aber solange die Wurzel eben noch nicht wieder verbaut ist, möchte ich das Becken auch weiter laufen lassen, weil ich einfach diesen Bakterienhaushalt, was diese Wurzel schon in sich hat, angesammelt hat, über die letzten Monate einfach erhalten möchte und jetzt hier nicht nochmal trockenlegen möchte. Deswegen, die muss erst ins Aquarium und dann kann es entsprechend hier mit dem Abbau vom alten Zimmerpflanzenaquarium auch weitergehen. Da soll ja was komplett Neues entstehen. Thema Wüstengrundel, ne, ist natürlich weiterhin ein Thema. So, schauen wir mal eben ganz kurz auf den Balkon vorbei. Die Erdbeere zickt mal wieder rum, wie schon am Tag 2. Und ich glaube, da werde ich jetzt mal ein bisschen einschreiten müssen. Vorher nehmen wir noch mal ganz kurz das Teichlebermoos mit, auch seit gestern ja erst drinne. Video kann ich auch noch mal ganz gerne oben verlinken. Soll dann Rückzugsmöglichkeiten schaffen für die Jungfische der Metakajangui-Fei. Ja, da unten auf dem Boden sind sie, aktuell bedecktes Wetter, also die spüren das schon, ne, dass eben Regen auch im Anmarsch ist. Da sind die schon ziemlich feinfühlig für. Das kann man nicht anders sagen. Also das habe ich schon so oft beobachtet, ne? Sobald eben das Wetter trübe wird, anfängt zu regnen, dass sich dann die Metakas eben auf den Bodengrund zurückziehen. Ja, schauen wir mal, wie sich das hier mit der Rickia entwickelt. Ja, hängt immer noch so ein bisschen in einzelnen Fetzen umher, aber früher oder später, ja, wird sich das eben zu einem dichten Teppich zusammenmodeln. Da bin ich ganz guter Dinge. Und ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze hier weiter entwickeln wird. Ja, die Erdbeere, die Zicke, oder besser gesagt, habe ich hier wohl die zickigste Erdbeere überhaupt erwischt, hängt mal wieder komplett durch. Na, so hing sie an Tag 2 auch schon. Und ich werde jetzt diese
langstielige oder die langen Stiele, die jetzt eben hier so rumhängen, komplett wegnehmen. Die soll einfach aus der Mitte heraus dann komplett neu austreiben. Das sehe ich jetzt nicht mehr ein, weil das macht irgendwie auch keinen Sinn mehr hier. Die Blätter sind sowieso nicht mehr ganz so pralle, wirken auch schon für mich so ein bisschen trocken. Deswegen werde ich die jetzt einmal abnehmen und dann soll sie in aller Ruhe aus der Mitte heraus neu austreiben und dann ist es auch in Ordnung. Ja, manchmal klappt es gut mit der Umgewöhnung auf die Wasserkultur. Manchmal zicken solche Pflanzen dann auch sehr, sehr gerne rum. Und das Erste, was sie dann eben abschmeißen oder ja, die Leidtragenden dann in dem Sinne, sind eben die alten Blätter. Ja, und alles, was eben hier so langstielig gewachsen ist, ist definitiv schon älter. Insofern einmal ab und dann schauen wir mal, wie das hier aussieht. Mit eventuell hoffentlich Neuaustrieben. Da war auch schon mal eine Blüte, ja, aber auch die ist hinüber. Auch die werde ich abnehmen. Ja, die soll sich mit diesem alten Ballast überhaupt nicht mehr rumärgern, überhaupt keine Nährstoffe mehr rein verblasen. Einmal weg und dann soll sie hoffentlich oder wird sie hoffentlich neu austreiben. Trübung, soweit alles wieder in Ordnung. Ja, auch die ist komplett zurückgegangen. Geht eben rasend schnell hier draußen. Das kann man mit dem Aquarium nicht vergleichen. Absolut kein Vergleich, ohne irgendwas zu machen. Ja, vor zwei Tagen im Video war das ein bisschen milchig, ein bisschen trüb und jetzt eben das Ganze wieder komplett klar. Ja, den Kübel hier vorne mit den restlichen Medaka Wildland Nachzuchten, aber die muss ich noch abfangen. Die werden allesamt überziehen dann hier rüber in den Kübel. Da sind ja schon ein paar junge Tiere drinnen. Und dann werde ich den wohl auch erstmal leer machen. Also einmal komplett spülen muss ich die ganze Geschichte sowieso, weil überall sind ja hier von der Reckia fluitans noch leichte Rückstände zu sehen und das würde alles früher oder später wiederkommen. Also überall kleine Sporen noch und ja, in einem Kübel reicht mir das, in zwei muss ich es nicht unbedingt haben, von daher egal, was ich jetzt hier mit dem Kübel nochmal veranstalte, ob ich ihn nochmal dann herrichte für Garnelen oder eben nicht, einmal komplett leer machen und sauber machen. Das ist in jedem Fall möglich. Mit ein paar Aufnahmen der Medaka Yanguifei würde ich sagen, machen wir Deckelchen drauf für heute. Morgen geht es im Garten weiter, sofern das Wetter mitspielt. Also ich hoffe mal, es geht morgen im Garten weiter. Morgen genau eine Woche für die Kardinale in der 90 Liter Mörtelwanne. Und eine weitere Mörtelwanne soll ja noch gestartet werden für die Entler El Tigre. Also, in jedem Fall ein bisschen was zu tun. Wie gesagt, ich hoffe mal, das Wetter spielt mit. Und wir kommen im Garten noch ein kleines bisschen vorwärts. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Habt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.